im Nachhinein beantwortet werden können. Den zweiten Vortrag hält Nora Meyer zu Erden. Sie arbeitet im Projekt Sapiens am Geoforschungszentrum Potsdam. Titel des Vortrags ist es Wissenstransfer Projekt Sapiens, Satellitendatung für Planung, Industrie, Energiewirtschaft und Naturschutz. Und es geht im weitesten Sinne um zielgruppenorientierte Weiterbildungsangebote. Ich bin gespannt. Liebe Foskes-Community, schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Nora Meyer zu Erben und ich leite das Sapiens-Projekt am Geoforschungszentrum Potsdam. Sapiens ist ein Wissenstransferprojekt, was von der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert wird. Vielleicht noch eine kurze Info vorab. Wir haben uns gegen ein klassisches Vortragsformat entschieden, denn ich muss gestehen, dass alleine vom Rechner sitzen und einen Vortrag zu halten mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Stattdessen haben wir ein Interview aufgenommen und dieses mit Folien unterlegt. Und jetzt wünsche euch das Sapiens-Team viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nora. Ich habe gehört, ihr habt ein ganz tolles Projekt, das nennt sich Sapiens. Und Sapiens kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet der Wissende oder der Weise. Aber wofür steht dieses Wort in eurem Fall? Ja, Sapiens, das steht für Satellitendaten für Planung, Industrie, Energiewirtschaft und Naturschutz. Und so klingt es natürlich ein bisschen sperrig, aber ist auch irgendwie passend, denn Sapiens impliziert ja, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist uns bei unserem Wissenstransferprojekt Sapiens ebenso besonders wichtig. Also, dass der Mensch und seine Bedarfe im Vordergrund stehen und nicht rein der Forschungsgegenstand, wie das doch sonst häufig der Fall ist in der Wissenschaftskommunikation. Was ist denn bei Sapiens anders? Also, ihr wollt Wissenstransfer in eurem Projekt machen, aber auf eine andere Art und Weise. Was ist da genau euer Anliegen? Ja, genau. Also wir möchten gerne Wissenstransfer für Menschen außerhalb der Geo- und Wissenschaftscommunity machen. Wir möchten Menschen bzw. Nichtwissenschaftlern Zugang zu freien Satellitendaten geben. Denn es ist tatsächlich so, dass es sehr viele freie Satellitendaten gibt, beispielsweise durch das Copernicus-Programm der Europäischen Raumfahrtagentur oder auch durch die Landsat-Mission der NASA. Also es gibt sehr viele freie Satellitendaten da draußen, aber das Problem ist, dass über eine bestimmte Community heraus nur sehr wenige wirklich diese Daten verstehen und nutzen können. Und das finden wir sehr schade, denn es gibt durchaus Anwendungsfelder und Berufsgruppen, wo Satellitendaten großen Mehrwert bieten können, aber hier fehlt es ganz oft einfach an dem erforderlichen Wissen. Also welche Informationen lassen sich aus Satellitendaten gewinnen? Wo bekomme ich die Daten her? Wie kann ich mir die Daten ansehen? Und hier haben wir einfach eine wahnsinnig große Lücke zwischen Anwendern und Wissenschaft festgestellt. Das kann ich mir vorstellen. Ihr wollt jetzt also diese Lücke schließen und habt dazu euer Projekt entwickelt. Was kann Sapiens denn bieten und wie könnt ihr helfen? Ja, genau. Also was wir machen möchten oder was es eigentlich braucht, sind niederschwellige Schulungen, die sich eben speziell an Nichtwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen richten. Und es ist jetzt auch gar nicht so, als gäbe es da gar keine Schulungen in dem Bereich. Es gibt sehr viele Schulungen und Tutorials, auch sehr gute, hochqualitative Formate. Aber das Problem ist einfach, dass die in der Regel von der Wissenschaft für die Wissenschaft konzipiert sind, dadurch inhaltlich sehr komplex und dann meistens auch noch auf Englisch verfasst. Und das sind Hemmschwellen, die einfach von vielen potenziellen Nutzergruppen nicht überwunden werden. Hier wollen wir ansetzen mit niederschwelligen Angeboten, die auf leichte Verständlichkeit und auch auf Interaktion setzen. Welche potenziellen Nutzungs- oder Nutzergruppen gibt es denn? Wen wollt ihr konkret damit ansprechen? Ja, also es gibt verschiedene, aber eine sehr große und wichtige Nutzergruppe ist auf jeden Fall die öffentliche Verwaltung. Denn wir müssen uns vorstellen, dass Behörden eigentlich in allen diesen Anwendungsfeldern tätig sind, in denen Satellitendaten genutzt werden können. Also sei es Natur- und Umweltschutz, Gewässermonitoring, Planungsvorhaben, Naturgefahrenmanagement. Und dass es da einen sehr großen Bedarf gibt, der hat sich auch durch Umfragen bestätigt, die wir in dem Umfeld durchgeführt haben. Wir haben zum Beispiel letzten Winter knapp 100 Personen im Rahmen einer Umfrage gefragt, ob sie sich einen Nutzen von freien Satellitendaten versprechen. Und
Da haben 93 Personen mit Ja geantwortet. Also 93% der Befragten sehen einen großen Nutzen in den Daten. Gleichzeitig haben aber auch über die Hälfte der Personen angegeben, dass sie glauben, nicht über ausreichendes Wissen zu verfügen und Schulungsbedarfe haben. Und hier bei dieser Nutzergruppe sind wir im engen Austausch mit Vertretern von beispielsweise Umweltbehörden, um genau die Probleme und Bedarfe dieser Nutzergruppe zu ermitteln und dann auch gemeinsam entsprechende Schulungen zu entwerfen. Ja, und dann gibt es natürlich den riesigen Sektor Landwirtschaft. Jetzt sind Satellitendaten in der Landwirtschaft eigentlich so nichts Neues. Es gibt viele große landwirtschaftliche Betriebe, die schon lange Satellitendaten nutzen, die eigene GIS-Experten haben oder entsprechende Services von extern einkaufen. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele kleine Betriebe, in denen diese Technologien bisher kaum Anwendung finden. Und das ist sehr schade, denn es gibt hier sehr großes Potenzial und auch Interesse seitens der Landwirte und Landwirtinnen. Und ja, eine Nutzergruppe, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, sind die vielen kleinen gemeinnützigen Organisationen, Startups oder auch Land- und Forstwirte und Wirtinnen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz engagieren. Hier sind wir beispielsweise im Austausch mit einer gemeinnützigen Organisation namens Deutschland Forstet auf. Deutschland Forstet auf unterstützt zusammen mit Förstern Aufforstungsprojekte von Freiwilligen. Und hier können Satellitendaten einen großen Beitrag zum Monitoring von Aufforstungsflächen leisten. Ein anderes Unternehmen oder ein kleines Startup, mit dem wir sprechen, sind Climate Farmers. Climate Farmers unterstützt Landwirte dabei, regenerative Landwirtschaft zu betreiben und damit eben auch Biodiversität zu fördern. Hier ist es so, dass Climate Farmers gar nicht selbst unsere Schulungen braucht. Die haben selber Data Scientists und Profis in Sachen Fernerkundung. Aber es sind vielmehr dann die Landwirte, also Landwirtinnen, die Endnutzer, die dahinter stehen, die wir da schulen möchten, damit die auch wirklich die Technologien verstehen können und in einem gewissen Umfang dann auch Selbstanalysen durchführen können. Also ein breites Spektrum an Gruppen, die angesprochen sind und die profitieren können von Sapiens. Wie sollen die Schulungsangebote für diese Nutzergruppen denn aussehen? Ja, wichtig ist dann, dass diese Schulungsangebote bedarfsorientiert, niederschwellig und interaktiv sind. Was meine ich jetzt genau damit? Also mit bedarfsorientiert, wir sind, bevor wir überhaupt mit der Konzeption der Schulungen anfangen, schon im engen Austausch mit Vertretern von Nutzergruppen. Es geht wirklich darum, von vornherein die Probleme zu erkennen und die Bedarfe zu identifizieren, denn wir wollen keine Inhalte schaffen, die dann nachher am Nutzer vorbeigehen. Und mit niederschwellig ist gemeint, dass die Inhalte sehr gut verständlich sind. Also, dass komplexe Inhalte so aufbereitet sind, dass sie leicht zu begreifen sind. Man verzichtet da beispielsweise auf Abkürzungen und auch Fachterminologie und man arbeitet viel mit Bildern und Beispielen. Und interaktiv, wir glauben, dass man den größten Lernerfolg dann erzielt, wenn die Lernenden gefordert sind, sich aktiv mit einzubringen. Und so eine aktive Teilnahme fördern wir beispielsweise durch praktische Übungen, durch Ergebnispräsentationen, durch Quizze oder kleine Challenges, kleine Icebreaker während der Sessions oder auch offene Fragerunden. Wir möchten zum einen natürlich den Austausch zwischen den Teilnehmenden und uns Experten fördern, aber gleichzeitig auch den Austausch zwischen den Teilnehmenden. Und zu dem Zweck richten wir gerade eine Webseite und dort auch ein Forum ein, wo dieser Austausch auch nach den Schulungen noch stattfinden kann. Ja, unser Anspruch ist es, dass wir durch Partizipation wirklich abwechslungsreich und interaktive Schulungsangebote anbieten können, mit dem Ziel, dass die Teilnehmenden nachhaltig auch wirklich den Umgang mit den Daten erlernt haben und selbstständig mit den Daten arbeiten können. Ich muss sagen, das klingt sehr ansprechend. Also es scheint wirklich, als würde einem die Angst genommen, so etwas mal mitzumachen und dann eben auch zu nutzen. Gibt es denn ein Beispiel dafür, wie so eine Schulung dann aufgebaut wäre? Ja, jede Schulung hat natürlich ein übergeordnetes Thema. Das könnte beispielsweise Grundlagen der Fernerkundung sein. Und um den Lernenden nicht mit Inhalten zu überfrachten, unterteilen wir jede Schulung nochmal in Wissensbausteine. Wissensbausteine, das kann man sich vorstellen wie Lernhäppchen. Also kleine in sich geschlossene Lerninhalte. Und für jeden Wissensbaustein definieren wir erstmal Lernziele. Also die Lernziele, die formulieren dann ganz klar, was soll der Lernende am Ende einer Schulung können? Wenn wir jetzt am Beispiel Fernerkundungsgrundlagenkurs ein Lernziel definieren müssten, dann wäre das beispielsweise, anschließend können Lernende den Unterschied zwischen einem aktiven und passiven Satellitensensor erklären. Und alles, was wir dann an Inhalt und Methoden wählen innerhalb von so einem Wissensbaustein, das muss dann auch auf die definierten Lernziele einzahlen.
Ja, und neben der Theorie, die wir natürlich versuchen, möglichst anschaulich zu gestalten, durch Beispiele, Videos, Grafiken, gibt es den praktischen Teil. Und der praktische Teil, der ist so das Herzstück von unseren Schulungen. Hier wählen wir die Methoden ganz unterschiedlich. Es kommt immer sehr auf den Inhalt an. Aber beispielsweise betreute praktische Übungen, kurze Rechercheaufgaben oder auch kleine Challenges, die die Teilnehmenden wirklich dazu motivieren, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und am Ende von jedem praktischen Teil gibt es dann noch ein Format zum Austausch. Das sind zum Beispiel kurze Ergebnispräsentationen oder auch Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden untereinander. Und ganz am Ende von so einem Wissensbaustein kommt dann noch eine offene Fragerunde. Da haben die Teilnehmer nochmal Zeit, Fragen zu stellen. Was habe ich nicht verstanden? Wo habe ich noch Lücken? Oder wo kann ich oder wo bekomme ich noch bestimmte Informationen her? Also für mich klingt das jetzt nicht wie ein klassisches Webseminar. Ja, genau. Das ist auch das, was wir nicht wollen. Wir möchten eben nicht rein digitalen Frontalunterricht anbieten, wie das klassische Webseminar, was dann 1 bis 2 Stunden dauert und die Zuschauenden sind reine Konsumenten. Was wir möchten wirklich die Teilnehmenden einbeziehen und uns auch Zeit nehmen für die Durchführung der Schulung. Deswegen rechnen wir bei so einem interaktiven Format auch eine Zeit von circa 3 Stunden ein. Und die Teilnehmeranzahl pro Live-Schulung ist auch begrenzt auf beispielsweise 18 Teilnehmer, damit wir auch wirklich eine intensive Betreuung während der praktischen Übungen gewährleisten können. Du hattest ja von dem Schulungsthema Grundlagen der Fernerkundung gesprochen. An welchen Themen arbeitet ihr denn ganz konkret und wie viele Schulungen plant ihr insgesamt? Ja, also insgesamt planen wir 5 Schulungsmodule, wobei jede Online-Schulung mindestens 2-mal live angeboten wird. Und zu den Inhalten, genau, ich hatte es ja schon erwähnt, wir machen ein Fernerkundungsgrundlagenmodul, wo es auch um die Anwendungsbereiche geht. Da machen wir ein Modul, das sich mit der Frage beschäftigt, wie man Satellitendaten in einem Geoinformationssystem visualisieren und analysieren kann. Dann ein ganz wichtiges Thema ist Datenzugang. Wo bekomme ich die Daten her? Aber auch die Frage, welche Daten sind die richtigen für meine Anwendung? Ja, und dann wollen wir noch ein sehr interaktives Modul mit dem Titel Kopernikus entdecken anbieten. Das soll so eine Art Schnitzeljagd sein, die durch das Kopernikus-Programm der Europäischen Raumfahrtagentur führt. Also auf sehr spielerische Art, sich wirklich mit den Inhalten und Daten zu beschäftigen. Ein anderes Schulungsmodul soll sich mit dem Thema Zeitreihenanalysen beschäftigen, denn Zeitreihenanalysen sind in allen Anwendungsbereichen sehr wichtig. Mit Zeitreihenanalysen kann man feststellen, wie sich der Wald, ein See über einen bestimmten Zeitraum verändert hat. Und ja, das tangiert alle Fragestellungen, die man mit Satellitendaten so beantworten kann. Wer kann sich denn jetzt wirklich dafür anmelden und was kostet das? Ja, anmelden kann sich jede interessierte Person und die Teilnahme ist kostenfrei. Wir werden die Schulungen und die Materialien nach den Live-Online-Schulungen auch online zur Verfügung stellen. Das heißt, Personen, die jetzt nicht an einer Live-Schulung teilnehmen konnten, werden trotzdem Zugang zu den Inhalten haben. Wir haben dazu einen eigenen YouTube-Kanal und wie angesprochen, launchen wir auch bald unsere eigene Website. Außerdem werden die Schulungen auch auf anderen Portalen, wie zum Beispiel dem EO College, was so die Plattform für Schulungen im Bereich Fernerkundung ist, angeboten werden. Sapiens ist ja wirklich ein tolles Angebot, bietet die Möglichkeit, Fernerkundung zu lernen und zu nutzen für alle und kostenlos. Aber wer finanziert das denn? Wer steckt denn dahinter? Das Sapiens-Projekt wird durch die Helmholtz-Gemeinschaft gefördert und damit eben aus öffentlichen Fördermitteln finanziert. Ja, und Wissenstransfer ist bei der Helmholtz-Gemeinschaft ein eigener Förderbereich mit dem Ziel, die Forschung, die an den Helmholtz-Zentren passiert, auch wirklich in die Gesellschaft zu bringen. Und Sapiens ist eben ein Projekt im Rahmen dieses Fördervorhabens. Über euer Projekt habt ihr jetzt schon viel erzählt, aber wer setzt Sapiens denn konkret in die Tat um? Also aus welchen Personen besteht euer Team und welchen Hintergrund habt ihr jeweils? Ja, wir sind ein sehr kleines Team von aktuell 3 Personen und dann hoffentlich ab Mitte Juni sind wir 4 Personen. Das Team, das ist einmal Antonia. Antonia ist Geomatikerin und darüber hinaus unsere Technik- und Design-Expertin. Ja, und Clara, die macht gerade ihren Master an der Uni Potsdam im Studiengang Remote Sensing, Geoinformation und Visualization. Clara hat schon viel Erfahrung im Bereich digitale Schulungen und ist unsere Expertin in Sachen Konzeption und Didaktik. Und
Ich habe vorher 11 Jahre in der Industrie gearbeitet, auch im Bereich Satellitenfernerkundung und Geoinformation und habe jetzt Anfang des Jahres die Projektleitung von Sapiens übernommen. Und ja, es ist ein kleines Team mit einem tollen Projekt. Und auch wenn wir im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, können wir so ein bisschen Startup-like arbeiten. Und ja, das macht richtig Spaß. Also ein super Projekt, Satellitendaten, ein Schatz, der frei verfügbar ist. Man muss nur wissen, wie man ihn hebt. Das finde ich sehr spannend. Und ja, alles Gute, Nora und ihrem Team von Sapiens. Dankeschön. Liebe Vosges-Community, das war unser Beitrag zu Sapiens. Wir hoffen, das Format hat euch gefallen und Freude bereitet. Wir freuen uns über euer Feedback im Chat und natürlich auch Fragen, die ich in den nächsten 5 Minuten sehr gerne beantworte. Wer darüber hinaus Ideen oder Anregungen für uns hat oder vielleicht auch selbst Interesse hat, an einer Schulung teilzunehmen, meldet sich gerne unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß bei der Vosges und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Eure Nora. Tschüss! Ja, danke schön, Nora, für diesen tollen und interessanten Vortrag. Es gibt auch schon eine erste Frage im Fragenchat. Werden Schulungen in Schulen von euch angeboten? Ja, vielen Dank, Ulrike, für die Frage. Oder dem, der sie gestellt hat am Ende, oder derjenigen. Sapiens selber ist jetzt nicht, richtet sich nicht an Schulen, aber es gibt an den Helmholtz-Zentren, und zwar an allen Helmholtz-Zentren, soweit ich weiß, ein Schülerlabor. Und dort werden jetzt am Geoforschungszentrum natürlich geospezifische Fragestellungen auch für Schulen aufbereitet und Schulklassen empfangen und jetzt, soweit ich weiß, auch digitale Angebote gemacht. Und auch im Bereich Satellitenfernerkennung weiß ich gar nicht, inwiefern wir da Material zur Verfügung gestellt haben bisher. Könnte ich aber gerne mal nachfragen. Aber es gibt auf jeden Fall Wissenstransfer an jedem Helmholtz-Zentrum für Schulen. Ja, danke schön. Ich hätte auch noch eine Frage. Wie ist eigentlich so der Zeitplan für die Vortragsreihen? Wenn du da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen könntest. Ja, sehr gerne. Das habe ich tatsächlich vergessen anzusprechen bei dem Vortrag. Also vielen Dank für die Frage. Wir sind gerade in der Konzeption und auch in der Umsetzung. Und unser Ziel ist es, in Q4 2021, also sagen wir mal, Oktober, November, Dezember die Schulungen zu machen, zumindest die erste Reihe und dann bis in den Januar, Februar hinein. Das richtet sich dann auch ein bisschen danach, wie viele Vortragsreihen wir machen, also wie viel Interesse es da gibt und Teilnehmende. Genau, aber wir starten auf jeden Fall Ende des Jahres, ich hoffe Anfang November, und gerade auch, weil wir Landwirte und Forstwirte ansprechen wollen, die sind dann vorher auf dem Feld oder im Wald beschäftigt, die haben dann auch ein bisschen Zeit, sich die Vorträge in Ruhe anzugucken. Ja. Sind jetzt noch mehr Fragen gekommen? Ich gehe mal ein bisschen danach, wie stark die gewotet wurden. Eine Frage ist, an wen richten sich die Schulungen am ehesten? Auch an Geomatiker-Azubis? Ja, also ich würde sagen, wenn man als Geomatiker-Azubi noch nicht den Einstieg in die Fernerkundung gemacht hat, kann das durchaus interessant sein. Ich denke, da muss man vielleicht gucken, was einen da genau interessiert. Also wenn man sich als Geomatiker mit GIS-System schon gut auskennt, dann kann man sich vielleicht den QGIS-Teil, den wir dann zur Visualisieren und Analysieren von Fernerkundungsdaten machen, ist vielleicht nicht so spannend. Aber so ein Intro zu den Copernicus-Programmen oder zu Satellitendaten generell kann ich mir durchaus interessant vorstellen. Also es ist eben auch sehr interaktiv und ich glaube, es macht auch einfach Spaß, diese Schulung mitzumachen, weil es eben nicht das klassische Webseminar ist, sondern in kleinen Gruppen Übungen durchexerziert werden. Ich glaube, da kann man durchaus sehr viel lernen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es auch eine interessante Zielgruppe sein kann, ja. Ja, dann gibt es Lob, was ich auch weitergeben möchte. Tolle Initiative und Arbeit ist auch schon gewotet worden. Das freut mich sehr. Dann eine Frage, ist es geplant, die Schulung regelmäßig live zu wiederholen? Das kommt ein bisschen drauf an. Also das Projekt läuft jetzt noch bis Mai 2022. Wir haben jetzt noch mal eine Verlängerung bekommen. Es wäre eigentlich im Februar ausgelaufen, aber aufgrund Covid und noch ein paar anderen administrativen Hürden, die wir hatten, ist es jetzt verlängert worden. Bis dahin haben wir auf jeden Fall vor, Live-Schulungen zu machen. Unser Ziel ist es natürlich, diese Art von Wissenstransfer im Geoforschungszentrum auch zu verstetigen. Aber für Verstetigung, wissen wir alle, braucht man auch Gelder.
Und da sind wir so ein bisschen gerade auf der Suche nach Möglichkeiten, wie so eine Verstetigung dann am GFZ sein kann. Aber es wäre natürlich ein Traum. Also wir würden das gerne dauerhaft machen und auch würden wir gerne natürlich ja noch mehr Content erstellen, ne? Ja, also tolle Initiative und Arbeit ist jetzt noch ganz stark gewotet worden. Und das freut mich. Aber noch mehr Fragen. Ich gehe mal ein bisschen danach, wie viele Votings sind, weil das jetzt richtig viele Fragen werden. Wie kann man sich jetzt noch mal konkret anmelden und wo und wie? Genau, also am besten wäre es, wenn ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Ich kann auch gleich noch mal im Chat meine E-Mail-Adresse schreiben. Und dann würden wir euch in den Verteiler aufnehmen und sobald quasi dann Anmeldungen stattfinden, also sobald man sich anmelden kann, würden wir euch dann informieren. Wir freuen uns auch, wenn ihr noch Inputs habt, also Ideen, was könnte interessant sein. Also ruhig auch direkt in den Austausch mit uns gehen zu Inhalten, weil es soll am Ende ja wirklich nutzerfokussiert sein und deswegen interessiert uns auch, was die Nutzer sich wünschen. Von daher nutzt die E-Mail-Adresse für Anmeldung. Also zum Newsletter, aber auch gerne, um sich mit uns auszutauschen. Das wäre schön. Ja. Die nächste Frage, wie nehmt ihr Kontakt zu den Menschen in den Behörden auf? Das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt zum Beispiel das Copernicus Basics Programm. Copernicus Basics, das ist auch ein EU-gefördertes Programm. Und da sind ja Vertreter aus den Umweltbehörden, zum Beispiel in Sachsen und in Schleswig-Holstein dabei, die koordinieren das. Dann gibt es die Copernicus AG, Copernicus ist ja das Satellitenprogramm der ESA. Und da sind eben ganz viele Menschen aus Behörden dabei, die sich mit dem Thema beschäftigen und die sind für uns so eine Art Multiplikator. Also durch die kommen wir an die Umweltbehörden und an die Menschen, die mit den Daten arbeiten und ja, haben dadurch eben auch quasi Zugang zu den Personen, für die es interessant ist. Also wir sind da im sehr engen Austausch. Die haben natürlich auch Interesse an den Schulungen, die wir machen. Und von daher ist das so eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ja, eine Frage war noch, ist CONSAP geschrieben, alles Großbuchstaben, K-O-N-S-A-B, das gleiche wie Sapiens? Das ist eine sehr gute Frage. CONSAP war ein Vorgängerprojekt, ein Schwesterprojekt. Das hat speziell, also das wurde gefördert vom Ministerium für, und jetzt verhaspel ich mich auf jeden Fall, muss ich mal kurz gleich mal googeln. Also das wurde vom Land Brandenburg gefördert und ist eine Kommunikationsinitiative speziell für Land- und Forstwirte in Brandenburg. Das war ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplant. Also hier ging es auch um die Grundlagen der Fernerkundung im Bereich Forst und Landwirtschaft. Mussten wir dann aber aufgrund von Covid E-Learning-Schulungen machen. Es waren eher so klassische Webseminare, die dauern so 1,5 Stunden im Schnitt, sind auch alle auf YouTube verfügbar. Und haben bestimmte Überschneidungen, sind aber ganz anders aufgebaut vom Konzept her und wir wollen mit Sapiens eben auch noch Themen ansprechen, die wir in CONSAP so nicht ansprechen konnten, weil es einfach eine ganz andere und sehr spezielle Zielgruppe war. Also Sapiens ist breiter gedacht als CONSAP und das Konzept wird deutlich interaktiver als in CONSAP. Also wir profitieren davon, was wir in CONSAP gemacht haben, von dem Know-how, was wir dort auch sammeln konnten und wollen das jetzt quasi in Sapiens fortführen und breiter denken. Ja. Nächste Frage, besteht eine Zusammenarbeit mit OpenGeoEDU? Also OpenGeoEDU, der vermute für Education steht das. Also wir sind eng vernetzt mit IO College. IO College ist so, sag mal, die, habe ich auch schon im Vortrag erwähnt, so die Plattform für Fernerkundungswissenstransfer in Deutschland. Das sagt mir jetzt speziell nichts. Ich kenne noch IO Connect, das basiert auch auf IO College und der Uni Jena, die da federführend ist. Müsste ich nochmal genau gucken, wer dahinter steckt. Vielleicht sind wir da schon connected, aber der Begriff als solches sagt mir jetzt nichts auf die Schnelle. Gestaltet ihr die Inhalte Kurse allein oder arbeitet ihr zum Beispiel mit Behörden, ESA, Landesvermessungsämter, BKG etc. zusammen? Also wir sind im engen Austausch mit den Nutzern, um eben zu gucken, was die Bedarfe sind. Aber wir wollen uns nicht rein nur auf die Behörden beschränken, sondern eben auch auf andere Nutzergruppen. Aber ja, also wir reden natürlich mit den Behörden, mit den NGOs und mit den Land- und Forstwirten, um gemeinsam dann die Schulungen, den Inhalt und auch so ein bisschen den Stil, also die Art des Formates, für die Leute passend zu machen, ja.
Noch eine Frage, kann man aus der Schweiz mitmachen? Klar, also alle deutschsprachigen Interessierten sind angesprochen und wir freuen uns über jeden aus der Schweiz oder aus Österreich, auch aus anderen EU-Ländern, aber es ist eben deutschsprachig, von daher ist das wahrscheinlich für viele andere oder für viele Nicht-Deutschsprachige dann eine Hürde, aber natürlich, herzlich willkommen, gerne melden. Eine Frage habe ich noch und ich würde denken, das wäre jetzt auch die letzte, die ich noch stelle, damit wir dann eine kleine Pause haben vor dem nächsten Vortrag. Muss mal sehen, wie das gemeint ist. Mit EUMETSAT, Wettersatelliten Darmstadt, arbeitet ihr? Fragezeichen. Mit EUMESAT. Mit EUMESAT sind wir jetzt nicht direkt im Kontakt. Mhm. Das ist dann schon wieder sehr speziell. Ich glaube, dass für die Nutzergruppen, die wirklich wenig Ahnung von Fernerkundungsdaten, Satellitendaten haben, der Einstieg mit multispektralen Daten einfach einfacher ist. Also deswegen fokussieren wir uns jetzt in Sapiens auf Sentinel 2 und haben jetzt mit EUMESAT direkt nicht zusammengearbeitet. Aber wenn es da Interesse seitens EUMESAT gibt, wenn da jemand dabei ist, auch gerne melden. Wenn es da Ideen gibt, wie man niederschwelligen Einstieg dazu machen kann, bin ich offen. Ja. Denn Dankeschön nochmal für den tollen und interessanten Vortrag. Also die Fragen haben ja gezeigt, dass da viel Interesse da ist. Auch danke an die Fragen.